Hallo liebe Leute, willkommen wieder hier auf meinem Kanal. Heute zu einem kleinen Einkaufshaul von verschiedenen Sachen, die ich hier habe. Wollen wir mal anfangen? Genau. Ich war nochmals bei Fielmann gewesen. Wer mein letztes Video da gesehen hat, ich hatte mir eigentlich dieselbe Brille mit einer besseren Stärke ausgesucht. Ich war ja jetzt auf dem Festival gewesen, auf dem WGT. Und für die Weitsicht, wo die Konzerte waren, für die Bühne, super, richtig klasse. Das Einzige, was passiert ist, ich bin mehrfach gestolpert, gestürzt, hab mir das Bein wehgetan, hab etwas nicht richtig wahrgenommen. Ja, nett, das ist ja schon komisch, ne? Und wo ich dann richtig zu Hause war, also ich hab ja dann die 4 Tage plus den Donnerstag jetzt nicht viel am Computer verbracht, ein bisschen weniger. Am Dienstag, wo ich dann komplett zu Hause war, nur mal kurz einkaufen, und dann saß ich vor dem Computer und hab gemerkt, so, irgendwas stimmt hier nicht. Mir ist schwindlig geworden, mir ist schlecht geworden, bäm. Also ich kam mit meiner neuen Brille leider überhaupt nicht klar. Da bin ich dann zum Poundstuff Center wieder gefahren, bin zu Fielmann rein, habe das Problem geschildert. Sie hat auch tatsächlich nochmal geschaut nach den Gläsern, sie hat da geschaut. Also da war eigentlich alles in Ordnung, es hat alles gestimmt. Aber leider, ja, bei mir irgendwas nicht. Ich werde jetzt die Tage wahrscheinlich mal noch, also vielleicht morgen, mal schauen, nochmal beim Augenarzt mal anrufen, da mal einen Termin machen, mal überprüfen lassen, was da Sache ist. Vielleicht liegt's nicht an der Brille, sondern an meinen Augen. Mit meiner alten Brille, die ich jetzt auf habe, komme ich aber immer noch super zurecht. Also von dem her, ich kann gut sehen, ich kann am Computer arbeiten, ich kann das machen, was ich sonst auch mache. Also von dem habe ich da keine Probleme. Ja, so ist es halt jetzt, ne? Das Geld bekomme ich dann wieder auf mein Konto gut geschrieben. Und da gibt es halt diese Garantie von Fielmann, dass wenn man garantiert Anspruch hat, also wenn man sagt, man kommt damit überhaupt nicht klar und das passt überhaupt nicht, dann kann man auch die wieder zurückgeben, dann kriegt man sein Geld wieder. Es ist natürlich ein Aufwand, auch für die Mitarbeiter dort vor Ort. Und das ist nicht schön und das sollte man auch eigentlich normal so nicht machen, aber bei mir, wie gesagt, war es halt ein Garantiefall, weil ich einfach gesundheitliche Einschränkungen dadurch bekommen habe und das ist nicht gut, ne? Das ist gar nicht gut. Ja, dann war ich eigentlich, wie gesagt, im Poundstuff Center und dann hatte ich, vielleicht habt ihr es auch in den Nachrichten gehört, der Kleidungsverkäufer, also dieser Handel, der die Marke Orsay hat, muss jetzt alle Geschäfte in Deutschland schließen, leider. Es hat mit der Privatinsolvenz alles so nicht mehr funktioniert. Und genau, jetzt muss alles raus, ne? Die ganzen Sachen. Und dann stand ich da und hab mir mal geschaut, so, oh, was haben sie denn Schönes so an Sachen? Es gab viele schöne Sachen, aber nichts, was ich für mich jetzt bräuchte. Ne, also auch so Shirts wie in diesem Format, das habe ich, brauche ich nicht. Ist zwar schön, aber ne, muss ich nicht kaufen. Habe dann aber dieses T-Shirt hier gesehen. Moment. Versuche das gerade mal mit dem Zettel wegzumachen. Ja, okay. Forget Me Not steht da drauf. White Flowers will spring up in the middle of nowhere. Ja, so ein schönes T-Shirt, wie ihr seht, das ist dann hinten ein bisschen länger, ne? Und vorne ein bisschen kürzer, das gefällt mir sehr gut. Ein ganz normaler Schnitt, ne? Und da steht drauf sogar auch der Originalpreis war 5,99. Beziehungsweise es ist schon der Special-Preis gewesen. Ich glaube, das hatte mal mehr gekostet. Da bin ich mir jetzt gerade unsicher. Dachte aber, gut, da kostet das T-Shirt nur. Und dann sagte sie, na, wenn sie zwei kaufen, kriegen sie 50%. Ich so, ach, okay, das habe ich total übersehen. Ja, bin ich also wieder hin und ich hatte ja schon das andere gesehen. Habe ich also praktisch dasselbe noch in Schwarz geholt. Das heißt, das habe ich jetzt einmal in Schwarz. Und einmal in diesen Olivton, in diesen Grünton. Gefällt mir richtig gut. Hab für beide 5,99 nur noch bezahlt. Ja, was will man da sagen, ne?
sind schöne T-Shirts, gerade jetzt für den Sommer, schön leicht und angenehm, also tipptopp, ne? Gefällt mir. Und vor allem auch für Menschen wie mich mit so einer großen Größe normalerweise, hat das eigentlich auch dann ganz cool, gut gepasst, sag ich mal, dass ich, wie soll ich sagen, dass ich da halt praktisch, auch jetzt die Größe L kaufen konnte. Also das gefällt mir auch sehr gut, weil ich mag nicht immer wie so ein Sack rumlaufen. Ne? Wenn ich sonst jetzt meine, also mir passt manchmal M, manchmal L und manchmal ist es so eng, da muss ich eine XL kaufen. Ihr kennt das ja. Ja, dann wollte ich da auch nicht weiter schauen, weil ich war ja erst dort und dachte mir, ja gut, was machst du jetzt noch? In der Nähe, es ist schon ein bisschen, muss man laufen, so ungefähr 10 Minuten, ist der Action Store und ich war bisher in meinem Leben nur ein einziges Mal im Action und jetzt ein zweites Mal. Da seht ihr mal, das ist jetzt bei uns nicht so in der Nähe. Und ja, mein Einkauf. Genau, das zeige ich euch jetzt noch genauer. Ich habe jetzt insgesamt für alle Artikel, die ich hier drin habe, insgesamt drei Sachen. Habe ich bezahlt 11,86 € ist ein Tip-Top-Preis. Was haben wir als erstes? Wir haben hier einmal Socken für Männer habe ich die jetzt, also für meinen Mann habe ich die jetzt geholt. Sind drei Paar, Größe 43 bis 46, ne? Und er fand es ganz cool, dass die hier so ein Motiv hat, dass man die auch auseinanderhalten kann. Ja, es ist ja, wenn man so ganz viele schwarze Socken hat und meistens haben die dann so ein anderes Bündchen, da dann wieder zusammenpassend zu finden. Ein Chaos. Deswegen, er hat sich gefreut. Hat er wieder ein paar, drei Paar Socken. Nicht ein paar, drei Paar Socken. Dann habe ich gesehen, das habe ich auch schon bei anderen gesehen, dass Action auch Diamond Paintings verkauft. Ich bin ja ein Diamond Painting Fan. Also ich habe viele Diamond Paintings. Da werde ich auch mal ein Video zu machen, wo ich dann praktisch euch mal meine fertigen Bilder zeige, die Bilder zeige, die ich noch habe und so weiter, mein Zubehör. Das werde ich auch mal auf jeden Fall machen. Genau, wir machen jetzt hier mal auf. Wir sehen auf jeden Fall schon das Motiv. Ne? Das ist so ein großes. 40 mal 60. Und da kann ich euch mal ganz genau den Preis noch sagen. Da habe ich jetzt bezahlt 4,99 €. Ist tipptopp für den Preis. Ne? Sind runde Steine und verschiedene Farben. Wir machen das jetzt mal auf, wenn ich es aufbekomme. Ihr kennt es ja vielleicht schon bei mir. Ich habe immer meine Schwierigkeiten. Weiß gar nicht, ob ich den Karton so zwingend aufhebe. Das muss ich mir mal gut überlegen. Dann haben wir schon hier einen ersten Blick auf die Motive. Wo geht's denn auf? Da geht's auf. Wow. Zur Seite. Oh, das sieht echt gut aus. Hätte ich jetzt spontan gar nicht so erwartet. Es hat so echt so leicht was von Puzzle. genau. Ich hoffe, mir fällt jetzt hier nichts runter. Tada! Also viele Motive. Und so wie scheint, dürften sie sich eigentlich auch nicht. Doch, sie wiederholen sich nicht komplett so zum Teil. Also viele Farben sind dann halt auch anders. Und was ich gesehen habe, hier in der Mitte von sowas, ne, gucken wir mal hier, gibt es dann so eine größere Nummer. Da kommt wahrscheinlich ein größerer Stein hin. Aber schauen wir uns mal gleich genauer an. Das ist jetzt so eine normale Leinwand. Von der Klebefläche her sieht das auch ganz gut aus. Klebt richtig gut und ist nur minimal drüber. Ne? Also so an sich sieht doch cool aus. Ne? Finde ich jetzt nicht verkehrt. Gefällt mir schon mal ganz gut. Und dann schauen wir uns mal an, was hier noch jetzt beilag. Da haben wir hier jetzt die
die ganzen Farben, das mache ich jetzt aber auch mal auf, weil ich ja die anderen Steine sehen wollte. Ist es natürlich bei mir lauter als bei euch wahrscheinlich. Ich habe es schon gesehen. Aha, da sind sie. Das sind diese großen Spechelsteine. Seht ihr die? Wahrscheinlich so muss ich sie mal halten. Sehen doch auch cool aus, ne? Ja, und dann haben wir hier dann halt kleine Tütchen. Die sind so verpackt. Ja, und die Qualität der Steine, würde ich sagen, sieht gut aus. Hier sind ein paar weiße mit drin. Naja, macht mir jetzt nichts aus. Sieht aber ganz gut aus, ne? Gefällt mir. Ich habe viele von meinen Diamond Paintings, die ich habe hier zu Hause, hatte ich einige auf AliExpress zum Beispiel gekauft oder auch Amazon. Wo ich damit angefangen hatte, dann hatte ich lange Zeit nichts gemacht. Dann kam ja dieser richtige Trend auf, wo viele damit das jetzt machen. Und ja, so sehen die Steine aus. Ich glaube, ich kann das mit dem Licht gar nicht. Doch, so können wir es sehen. Also sehen wir zum Beispiel dieses Braun. Oh, sieht ganz gut aus. Also schöne Farben. Hier oben haben wir zum Beispiel noch so ein schönes, kräftiges Grün. Da kannst du auch nichts sagen. Dann haben wir nochmal ein kleines Schiffchen dabei. Dieses Wachs und diesen Standardstift. Da hatte ich erst extrem viel aussortiert, dass das praktisch dann, ne, so nicht mehr bei mir rumliegt. Ich hatte ja so viel, ne. Genau, dann haben wir hier praktisch nochmal so eine kleine Anleitung. Und hier haben wir nochmal die Farben aufgelistet, die dabei sind. Sieht doch auch ganz gut aus. Was steht denn da dabei? Auch einfach nur 1 bis 24. 1 bis 6. Nee, 1 bis 8. Ne, 1 bis 8 und dann A bis S und 21 bis 24. Ne? Und so sieht das Motiv aus. Moment, so. Ja, sieht doch ganz gut aus. Werde ich mal schauen, wann ich das schaffe, weil ich habe hier immer noch mein Mal nach Zahlenbett liegen. Ich kam nicht dazu. Ja, war halt so. Ja, das war jetzt so mein kleiner Einkauf, den ich euch mal zeigen wollte. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir gerne einen Daumen hoch da. Schreibt gerne in den Kommentaren, was ihr so, ob ihr gerne mal bei Action seid, ob ihr da gerne einkauft oder was ihr so gerne für kleine Krimskramsläden nutzt. Moment. Ich habe was vergessen. Mein Kopf ist sonst wo. Ich hab was vergessen. Ich hab doch noch was gekauft. Ah, fast vergessen. Eine kleine Aufbewahrungskiste. Das ist so ein Stoffbezug mit Leder dran. Ne? Ich habe ja mich hier um die Ecke liegen, so verschiedene Sachen bei mir. Ich habe einfach zu wenig Platz. Und das liegt halt alles so schön auf dem Boden. Das heißt, wenn ich an diesen kleinen Schrank, der hier, wo auch der Fernseher draufsteht, ran möchte, muss ich erstmal alles zur Seite schieben, dass ich da rankomme. Ja, und da dachte ich mir jetzt, ja cool, eigentlich hätte ich schon gerne sowas. Jetzt habe ich mir das hier gekauft. Schönes Motiv auch, ne? Das ist wirklich so recht dunkel. Ja, das ist okay. Und schöner Stoff. Ja. Und dann habe ich jetzt da was, da kann ich das so reinpacken. Kann ich die Sachen schön hier drinnen platzieren und dann immer zur Seite heben. Und genau. Ist auch gut befestigt, finde ich, hier mit diesen Nieten. Das scheint mir auch recht stabil dann zu sein. Auf der anderen Seite auch, ne? Ja, das hätte ich jetzt fast vergessen. Wenn euch das gefallen hat, jetzt aber, dann lasst gerne einen Daumen hoch, da würde mich freuen. Wenn ihr wollt, könnt ihr mir auch in den Kommentaren, wie gesagt, schreiben, was ihr so gerne kauft und bei den Krimskramsläden, wie jetzt zum Beispiel Action. Und wenn ihr wollt, könnt ihr mir auch ein Abo da lassen, dann verpasst ihr nicht, was es hier noch auf meinem Kanal zu entdecken gibt. Damit wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Lasst es euch gut gehen und bis bald.